Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Guide. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid. Heute werden wir uns etwas näher mit Piper beschäftigen auf der Map Hard Limits. Ich glaube, auf Deutsch müsste die Map Harte Grenzen heißen. Ich werde euch wie gewohnt alles, was ihr wissen müsst, zu dem Brawler erklären und zu der Showdown-Map, mit wem ihr teamen könnt, mit wem ihr lieber nicht teamen solltet. Und Piper ist, wie ihr hier sehen könnt, definitiv auf Rang 35 spielbar, dementsprechend natürlich auch Rang 30. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir jetzt allererstes also wieder mit der Ausrüstung an. Und zwar spielen wir in Solo Showdown auf dieser Map natürlich das erste Gadget. Denn wenn wir zum Beispiel gegen Tank spielen, zum Beispiel Bass, der uns stunnen möchte, können wir mit unserem Gadget die ganzen Tanks schon mal von uns fernhalten oder Leute, die uns generell backstabben möchten, können damit auch selber besser backstabben. Zweite Gadget würde hier in der Regel nur ganz, ganz selten was bringen. Dementsprechend auf jeden Fall zu 100% das erste Gadget. Das würde ich sagen, ist auch essentiell für Piper, um sie überhaupt spielen zu können. Bei der Star Power nehmen wir die zweite Star Power, da wir kaum Büsche haben auf dieser Map. Wir können uns die eben nochmal anschauen. Wir haben hier unten zwei Büsche und oben zwei Büsche. Da könnte man zwar in der Theorie von der Star Power profitieren, gerade beim Backstep vielleicht, aber ich würde euch dann dennoch empfehlen, auf der Map hier die zweite Star Power zu spielen, um auch besser backstabben zu können und nicht an einen Ort gebunden zu sein. Gear ist kurz und knapp. Wir nehmen auf jeden Fall Schild und Damage. Ganz einfach. Nun also mal ganz kurz zur Strategie auf der Map. Wie so oft werden wir am Anfang natürlich erstmal außen so viele Kisten wie möglich aufmachen. Direkt in die Mitte zu laufen macht eher weniger Sinn, da wir keinen Flächenschaden haben, nicht besonders schnell sind und am Anfang auch noch nicht unsere Ulti haben. Dementsprechend nicht in die Mitte gehen. Da werden sich andere Brawler wie Buzz zum Beispiel die Cubes holen oder Janets. Brawler, mit denen wir hier teamen können, sind auf jeden Fall Colette, Pam, andere Pipers, Janet. Generell können wir mit Piper an sich mit vielen Brawlern teamen, da wir eben auch unsere Ulti haben werden, mit der wir dann gegen jeden Backstep vorbereitet sind. Mit Brawlern, mit denen wir allerdings nicht teamen sollten, sind dann natürlich Tanks, zum Beispiel Bass, außer die ganze Lobby zum Beispiel teamt jetzt mit einem Bass. Da müssen wir uns da fügen, aber ansonsten, wenn wir die Möglichkeit haben, vermeiden wir definitiv Tanks oder Brawler wie Karl, generell Brawler, die auch viele Cubes haben, ganz besonders dann eben Edgar, Shelly. Also um es nochmal ganz schnell zusammenzufassen, wir werden am Anfang außen die Kisten einsammeln, dann weiter rotieren, uns ein Team suchen, Ulti farmen und dann versuchen den ein oder anderen Backstep mit der Zeit immer wieder zu machen, mehr Cubes zu bekommen und am Ende schauen wir dann, dass wir bestenfalls mit anderen Pipers alle Brawler rausteamen, die eben keine Pipers sind und am Ende dann unsere Plays machen, wobei wir dann schon mal Top 3 sind und an unsere Pokale rankommen. Also die erste Mechanik bei Piper ist schon mal ganz simpel. Und zwar, wir Tanja uns jetzt einfach einmal ulten. Und alles, was ihr tun müsst, ist einmal auf euer Gadget zu drücken. Der Bass dann wird direkt abgebrochen. Und ihr könnt anfangen, auf den Bass drauf zu schießen, eure Ult zu farmen und so weiter. So, beim Backstabben ist noch ganz wichtig. Zum Beispiel bei einer Colette, die wir öfter sehen möchten. Wir teamen jetzt ein bisschen, wir drehen uns. Ihr schießt die Colette einmal an und dann macht ihr direkt euer Gadget. Das heißt, ihr trefft dann mindestens schon mal zwei Schüsse, während die Colette geslowt ist. Und den dritten Schuss müsst ihr eventuell nochmal selber aimen. In dem Fall zum Beispiel ist die Colette jetzt genau auf uns drauf gelaufen. Es kann auch mal sein, dass die Colette von uns wegläuft. Das wird Tanja jetzt auch nochmal machen. Oder die Colette läuft von euch weg und ihr two-shottet sie zum Beispiel, wenn sie ihr Heal-Gadget nicht trifft. Bei Pam braucht ihr natürlich drei Schüsse. Das heißt, wenn Pam von euch wegläuft und noch ein bisschen Leben hat, müsst ihr dann noch einmal zielen. So, dann sind wir also im ersten Game drin. Ich werde euch auch gleich nochmal eine andere Map zeigen. Man kann die Piper ja nicht nur hier spielen, sondern auch auf anderen Maps. Aber wir starten erstmal hier mit Hard Limits. Wir sehen einige Janets, eine Piper, eine Shelly war da glaube ich auch noch bei, eine Pam. Und schauen erstmal, dass wir hier ein paar Kistchen bekommen. Und teilen jetzt mit der Janet. Ist das Beste, was wir jetzt machen können, dass wir nicht zu gierig sind. Und schauen, ob da in der Mitte noch was ist. Leider nicht. Das heißt, als nächstes versuchen wir jetzt unsere Ulti zu farmen. Ja, jetzt stand die Piper leider im Weg. Ich stand der Piper auch im Weg. Wir haben uns gegenseitig angeschossen. Nicht so gut. Gut, aber die Bee scheint mit uns zu teamen. Nehmen wir mit. Gadget lassen wir da auch stehen. Jetzt können wir da noch einen Cube einsammeln. Die Bee scheint ein guter Mate zu sein. Können wir easy die Janets killen. Und genau das ist, was ihr macht.
Worauf ihr nur achten solltet, dass ihr an in dieser Phase schon Ult habt. Wir haben immer noch keine Ult, das ist nicht gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen farmen. An der Piper und an dem Gas. So, jetzt haben wir unsere Ult. Jetzt sind wir schon deutlich safer. Jetzt können wir weitermachen mit dem Backsim. Schauen, dass wir erstmal die Janets rausbekommen. Die Eve ist uns auch ein Dorn im Auge, auch wenn die sehr nett ist oder sehr gut für uns. Ist es besser, wenn wir die gleich so früh es geht aus dem Game rausnehmen. Piper killt die Janet. Klasse. Wird den Cube eh bekommen. Ist ein bisschen schneller als wir. Und ja, jetzt müssen wir uns langsam aufs Endgame vorbereiten. Dass wir nicht neben der B stehen. Die kann uns nämlich one-hitten. Das wollen wir nicht. Sehr schöner Kill. Die steht jetzt leider neben uns. Das, was wir nicht haben wollten. Okay. Wir ulten rüber. Wir vertrauen der Piper jetzt natürlich sehr, aber es ist die beste Chance, die wir haben. Denn die Bee würde uns one-shotten. Oh. Den Shot hätten wir nicht kassieren dürfen. Gut, da haben wir jetzt am Ende tatsächlich ein bisschen gefettfingert. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man mal zeigt, was man falsch macht. Ihr habt gesehen, der Big Shot, den hätten wir in der Regel nicht tanken dürfen. Sind jetzt trotzdem Zweiter geworden, weil die Piper dann ihr Aim auch ein bisschen verkackt hat. Haben dann einfach ein bisschen gut gedodged. Aber normalerweise hätte hier schon ein erster Platz drin sein können. Zweiter Platz können wir aber definitiv zufrieden sein. Haben ein bisschen gefettfingert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt nochmal in die nächste Runde rein. Und die Message ist klar. Das Team an sich erstmal mit allem, was da ist. Und tun dann mit der Zeit rausfiltern, mit wem wir Team möchten, mit wem wir nicht Team möchten. Und in der Situation war natürlich klar, wir müssen weg von der Bee. Die one-shottet uns, hat dann so semi-gut funktioniert. Trotzdem war es die richtige Entscheidung. So, jetzt also im zweiten Game. Wir haben einige Kisten in der Mitte. Schauen erstmal, dass wir, wie gesagt, die äußeren hier holen. Wir haben einige Tanks auch diesmal, eine Terror. Sehr gemixte Lobby hier. Sprich, wir werden mit der Janet auf jeden Fall Team müssen, wenn die jetzt nicht backstabben, damit wir die Tanks mit der Zeit alle rausholen können. Zum Beispiel diesen Buster. Wir bekommen direkt zwei Cubes, das ist perfekt. Und schauen, dass wir jetzt mit der Zeit die Tanks hier raushauen. Genau, Bibi schon mal raus, das ist sehr gut. Ult haben wir auch. Mit der Janet können wir teamen. Und der Fang zum Beispiel da rechts wäre das nächste Ziel. Um den werden wir uns jetzt kümmern. Oh, da unten steht sogar noch eine Kiste. Können wir uns gleich auch noch mitnehmen. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Start. Und jetzt können wir sogar schon drüber nachdenken, die Janet zu backstaben, weil wir die jetzt schon gar nicht mehr brauchen, weil wir jetzt stark genug sind. Aber wir sehen hier eine Terra mit Ulten Primo. Dementsprechend ist es jetzt erstmal doch sinnvoller, wenn wir die Tanks hier rausholen. Genau so. Und die Terra wäre auch noch gut, wenn wir die Janet dafür nutzen. Dass wir die Terra hier noch killen. Ja, brauchen wir gar nicht. Ja, ihr seht schon. Solange wir die Janet ein bisschen auf Abstand halten, ist es eigentlich egal, ob wir die killen. Wir hätten drüber nachdenken können, habe mich dann aber doch entschieden, die am Leben zu lassen. Was uns jetzt aber zum Verhängnis werden könnte. Ja, aber dann ein bisschen Aim. Und dann killen wir die auch. Ich sag mal, wärt ihr jetzt an der Position gewesen. Natürlich spielt dann Skill auch mal ein bisschen eine Rolle. Aber selbst wenn ihr hier den zweiten Platz bekommen hättet, wäre das auch kein Problem gewesen. Kriegt ihr trotzdem dann plus 5 oder plus 4. Dementsprechend ist das gar kein Problem. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein letztes Game auf einer anderen Map. Und zwar Doppelter Ärger. Und hier seht ihr schon, am Anfang können wir hier ganz entspannt unsere Kiste aufmachen. Das ist auch... Die Map ist auch ein bisschen entspannter für Piper, kann ich euch sagen. Da werdet ihr auch öfter mal mit Sprout oder anderen Brawlern teamen können. Da
Da wird generell mehr geteamt, was für Piper an sich sehr gut ist. Und ihr seht schon, ich tue hier direkt den Jean backstabben, weil ich sehe, dass wir rechts schon zwei Pipers haben, die mir sehr, sehr wahrscheinlich schon dabei helfen werden, den Jean zu backstabben. Der ist dann auch tot. Das ist zum Beispiel eine Bedrohung weniger wieder. Hab dann hier direkt mein Team mit den drei Pipers und werde dann schauen, da Sprout uns auch sehr hart kontert, dass wir den killen und drücken dann von oben nach unten die ganzen Brawler raus. Machen einen Kill nach dem anderen, können dann teilweise auch ein paar Cubes farmen. Und hier zum Beispiel ist jetzt der perfekte Moment, wo wir die Piper backstabben können. Sie ist slow, wir müssen nur ein Gadget machen, haben also zwei Cubes mehr, werden so oder so dieses Game an der Stelle wahrscheinlich gewinnen. Weil wir volle Kontrolle haben, die Brawler wenig Sicht nach unten hin haben. Das heißt, wir spielen das einfach aus, können hier auch dann direkt die nächste Piper backstabben. Ihr seht, das kann super schnell gehen. Wir ulten langsam gegen den Karl weg, nicht zu weit, damit wir direkt an ihm dranbleiben können. Wieder Gadget, Outhelm, Spam, zwei Hits treffen wir immer, wenn wir das Gadget drücken. Und dann ist das Game zum Beispiel auch ganz, ganz easy gewonnen. Also ihr seht, Piper ist definitiv auch auf anderen Maps gut spielbar. Und Rang 30 ist aktuell absolut gar kein Problem, solltet ihr easy hinbekommen. Rang 35 kann wirklich herausfordernd werden, gerade, das habe ich jetzt auch beim Spielen gemerkt, ich habe ein paar mehr Anläufe gebraucht. Ihr werdet auch viele Tank-Lobbys auf der Map haben, umso höher ihr seid. Auf 900 sollte das noch kein Problem werden, aber gerade auf 1100, die Leute sind noch in der Schule, wenn ihr zum Beispiel mittags spielt, kann es mal sein, dass ihr eine 5er Bus-Lobby habt, einen Frank und eine BB und dann einfach 9er werdet, minus 10 bekommt, was auch immer. Das kann passieren, aber lasst euch davon nicht klein kriegen. Piper ist definitiv pushbar auf Rang 35. Das Wichtigste ist, dass ihr das richtige Timing zum Backstabben habt, die richtigen Teammates, mit denen ihr das Game gewinnen könnt, und der Rest ist dann nur noch ein bisschen Unterschied von Skill, denn wenn ihr gutes Movement habt, ein gutes taktisches Verständnis, dann sollte auch Rang 35 für euch kein Problem werden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Brawler ihr als nächstes sehen möchtet. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. Euer Snake. Peace.